zeigen. Dass über manche Themen einfach nicht gesprochen wird, dass sie einfach nicht auf die Karte werden. Das sind wir eigentlich einige Meinung, weil ich auch denke, dass man sich nicht überall einfach raushalten sollte. Ja, sollte man nicht. Und sagen sollte, es ist alles nur Privatangelegenheit. Ja. Ich meine, man kann ja trotzdem auch, wenn man unterschiedliche Weltvorstellungen hat, dann miteinander auch jetzt wie wir, sich ja trotzdem unterhalten. Also dieses künstliche Isolieren, so politische Korrektnis und alles bewahrt und dann kommen diese Subkulturen und wie sagt man, Parallelgesellschaften und so dann zustande, denke ich, das ist dann mit ein Grund und dann diese immer stärkere, also manche diese Parallelgesellschaften, die entfernen sich dann immer mehr voneinander und das halte ich für ungünstig. Ich glaube, es ist besser, wenn sich die Menschen so ein bisschen mehr unterhalten und vielleicht auch mal so ein bisschen streiten, ganz kleines bisschen so philosophieren oder so, damit es dann mehr so dialektisch, ne, so Synthese kommt teilweise wenigstens, ne? So eine Annäherung und Verständnis zwischen den beiden. Weil wenn du mich jetzt gar nicht kennen würdest, würdest du vielleicht denken, ob du so ein bisschen, ja... Du bezeichnest mich als Atheist. Du bezeichnest dich als Atheist. Ja, auf jeden Fall. Ich kann sagen, herzliches Beileid, mein Freund. Das Tor zur Hölle steht weit offen, aber du kannst immer noch entrinnen. Du kannst schon entrinnen. Ich möchte gerne in Ihnen das nicht machen. Ja, ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, der Pastor unserer Gemeinde, in die ich leider nicht mehr gehe, der hat mir eine Geschichte erzählt von einer Frau. Und es geht ja in der Bibel darum, dass der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Ja, und wenn man sagt, wie gesagt, Sünde. Wie kann ich erkennen, dass es ein Sünder ist? Letztendlich kann es eigentlich nur der Geist Gottes auch erkenntlich machen. Oh, und wo ist der? Eine Frau hat gesagt, ich sehe mich als guten Menschen. Ich gehe mit meinem Enkel Gassi und ich lade alle zum Kaffee ein. Ich wünsche niemandem etwas Böses. Ich habe ein Kind in der dritten Welt, das ich unterstütze und so. Ja, bin Mitglied beim Roten Kreuz. Und ist böse. Und sie sagte, ich kann nicht erkennen, dass ich sündhaft. Aber es ist. Und er wurde dafür gebetet, auch, dass sie das erkennt. Und die hat es dann erkannt. Sie hat erkannt, dass sie verloren ist, dass sie ohne jegliche Hoffnung auf Errettung. Es ist komisch, dass ich das jetzt in meinem intellektuellen Horizont noch nicht erfasst habe. Was heißt erfassen? Es hat mich gekriegt, nichts zu tun. Nichts. Dings hat mich gekriegt, damals zu tun. Aber es ist so, dass der Mensch Sünder ist. Ja. Und er muss dann, das ist ein zentraler Punkt. Ein zentraler Punkt. Und er muss dann dieses erstmal anerkennen. Ja. Und dann. Und dann wird ihm vergeben. Wenn es vergeben. Ist. Das ist gut. Wenn man den Herrn anruft, dann also ohne Wenn und Aber. Also ich muss jetzt sagen, ich bin ein Sünder und dann wird mir vergeben. Ja, es muss schon eine richtige Bekehrung sein, es muss aus dem Herzen kommen, aus dem Herzen. Und wenn jetzt jemand nicht davon überzeugt ist, dann hat er Pech. Ja, das ist Pech. Ich meine, du weißt ja, was du gerade gemacht hat, also einen unter Wasser, der wollte unbedingt die Weisheit wissen, gell? Und Philosophie ist eigentlich auch verderbt, ich habe auch wieder mit Religion nichts zu tun. Ich würde nicht sagen, das ist naiv und bei dir kommt jetzt auch etwas durch. Ich spüre eine gewisse Arroganz, eine gewisse Überheblichkeit, um zu sagen, ja, was ist denn hier, ist das Mittelalter wieder auferstanden oder was? Aber das ist einfach ganz elementare Lehre, das ist einfach basic. Der Mensch ist verloren. Diese Verlorenheit muss überwunden werden und es geht nur mit Jesus Christus. Und er ist nicht gekommen, Jesus ist nicht gekommen, weil die Menschen irgendwie besonders wertvoll wären, wertvoll oder würdig oder sonst was, sondern er ist gekommen, weil sie absolut verrottet waren und keinerlei Hoffnung auf Erlösung hatten. Deshalb ist er gekommen und hat es auf sich genommen, weil er so sehr die Menschen geliebt hat. Und wenn du der Einzige gewesen wärst, du, dreckiger Atheist, er wäre auch für dich gekommen. Damit du die Erlösung, die du sagst, ja, ich kann dich ja auch mal irgendwie auf die Knie, du bist sogar vorher auf die Knie gegangen, du bist auf die Knie gegangen. Soll ich nochmal machen? Das ist spottisch, das ist Blasphemie, Blasphemie. Jetzt bin ich auf den Knien, aber das nützt nichts, oder? Jetzt schwör den Teufel ab, schwör ihm ab. Hier ist die Kamera, schwör dem Teufel ab. Ist er dort in der Kamera, oder? Entschuldigung. Was habe ich mit dem Herrn Mr. Teufel oder hat er einen Vornamen oder so? Nicht. Ist er männlich oder weiblich? Ist er groß oder klein?
Ist er dumm oder klug? Er ist der Herr deines Lebens. Davon habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Ja, das ist nicht. Ja, wo ist er? Kann ich den irgendwie sehen oder? Nö, das kenne ich nicht. Sobald du dich auf den geistigen Weg machst, wird er sich bemerkt haben. Ja, die macht er sich dann auch. Ja, indem du zum Beispiel den Herrn Jesus annimmst. Dann kann es sein, dass er dann, dass er dann merkt, seine Fälle schwimmen davon, denkt, meine Güte. Weil ich könnte jetzt, ich dachte immer, Sebastian ist einer von mir. Also, okay, ich nehme ihn von mir aus an. Ja, von dir aus, es muss aus dem Herzen kommen. Ja, okay. Also zumindest aufrichtig sein und dann werden sich auch andere Dinge auffüllen. Ja. Es ist aber nicht so, dass man unbedingt viel Geld bekommt oder ein Lebensleben hat. Gar nicht. Mehr wissen. Aber man kann zumindest sicher sein, dass dann, wenn man stirbt, man doch nicht tot ist. Habe ich das richtig gesagt? Ja, du beschäftigst dich auch mit Physik auch. Ne? Du weißt doch in der Physik, dass Energie eigentlich nie verloren geht, sondern sich immer wandelt. Ne? Insofern finde ich die Frage durchaus. Da sind wir uns ja einig. Also ich bin ja da vollkommen deiner Meinung. Und ich glaube auch, dass das nicht verloren geht. Die Schädlichkeit der Blattläuse. Energieerhaltungssatz ist ja einigermaßen gut nachgewiesen. Oder sehr gut sogar. Also würde ich auch sagen. Ja. Also das sind wir also einer Meinung. Haben wir eigentlich eine Meinung für Unterschiedlichkeit irgendwo? Achso doch, ja, das ist mir das Sünde. Ja, wie kann jetzt jemand, den Jesus jetzt zum Beispiel, du sagst, das muss vom Herzen kommen. Also er muss quasi den Jesus, er muss an den Jesus glauben, ne? Darum geht's. Ja. Und auch wenn es nicht tut. Ja, nee, also ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ja. Man muss an Gott glauben. Ja. Auch glauben, dass er denen, die an ihn glauben, auch. Man darf nicht so tun, nur so spielen oder nur so reden, sondern es muss echt sein. Das muss schon echt sein. Das ist auch schnell. Das spürt man auch ab und zu. Ja. Deshalb jemand, der wirklich gläubig ist. Ne? Ja. Du zum Beispiel, ich stelle irgendwie dazwischen und ich bin auch davon entfernt, würde ich mal sagen. Der ist es unterschiedlich wie Tag und Nacht. Also, wenn dann sagst du irgendwelche schlüpfrige Etablissements oder Filme oder sonst was. Es geht sogar so weit, ein Pastor der Gemeinde, in der ich war, dessen Frau arbeitet in einer Klinik. Und er hat sie abgeholt. Und dieser Weg führt genau durchs Rotlichtviertel. Ja. Und er hat mir die Geschichte erzählt, er hat sie abgeholt und musste aber durchs Rotlichtviertel. Ja. Im Rotlichtviertel, gut, Stuttgart, wer sich auskennt, ist nicht allzu spektakulär. Hm, habe ich schon gehört, im Vergleich zu anderen Städten. Du weißt Bescheid, ja? Nee. Aber er ist da nicht durchgegangen. Er ist ausdrücken gegangen. Und er hat in die Bibel gedacht, nicht der Vers gekommen, dem es heißt, meidet das Böse in jeder Form. Ja. Und er hat dann, kann man sich auch wieder hinterfragen, ob Rotlichtmilieu, Prostitution und sowas böse ist und so. Aber er hat es gemieden, ist da nicht hingegangen, weil es ihn nicht weiterbringt und sowas. Und auch ich bin daran gescheitert eigentlich, dass ich Dinge als normal bezeichnet habe, die es halt nicht sind. Ja. Wenn ich zum Beispiel, im Moment ist es so, dass ich jetzt offensichtlich ja noch nicht aus ganzem Herzen jetzt den Überzeugungen anhaften kann, die jetzt auch so wesentlich sind. Ja? Also der wesentlich ist, man gerade gehabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus morgen versehentlich von Bus überfahren werden würde, das wäre dann tragisch. Also weil ich ja dann auch nicht die Zeit gehabt hätte, mich noch zu ändern. Ich nehme an, dass morgen das Sterben mich erinnern. Gut, weiß man nicht. Aber dann würde ich also quasi in die Hölle gehen. Es wäre so ähnlich wie bei der Schwertmission, die es zum Glück nicht mehr gibt. Ja. Wenn jemand sagt, bist du bereit, den Herrn Jesus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen? Ja. Und du würdest sagen, nein, dann würde er dich köpfen. Ne? Und so, wenn ich aber sagen würde, wenn es ihn gibt, würde ich gerne mit ihm Bier trinken. Er trinkt kein Bier. Ah, Entschuldigung. Er trinkt kein Bier, nein. Er ist wirklich alles in allem. Er möchte dein Freund sein, dein Geliebter, dein...